Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir auf der Insel Naxos, die dritte Station auf unserer Kykladenreise in diesem September. Und es gibt keine Insel hier in Griechenland, wo wir so häufig waren wie auf Naxos, einfach weil man hier prima mit den Fähren umsteigen kann. Das ist quasi der Fährenzopf der Kykladen. Ich sitze hier an der Badeanstalt von Naxos Stadt, wo wir auch untergebracht sind, im Hotel Anixis View. Da mache ich nochmal einen Link in die Kommentare, in die Beschreibung. Und hier bin ich eigentlich morgens immer zum Frühbaden. Heute nicht. Es hat tatsächlich bisher den ganzen Tag immer so ein bisschen geregnet. Also es lädt nicht ein zum Baden. Aber gestern hatten wir schon einen tollen Strandtag hier und ich hoffe auch morgen wird es wieder ganz toll werden. Aber abgesehen von guten Fährverbindungen hat natürlich Naxos auch noch ganz, ganz viel anderes zu bieten. Seht selbst! So, das war's. Naxos geht auch dem Ende entgegen. Damit geht die ganze Reise dem Ende entgegen. Das waren drei Inseln, Seriphos, Sifnos und Naxos. Am Anfang ein bisschen Piräus, am Ende gibt es heute und morgen noch etwas Athen. Und dann geht es nach Hause. Das ist das achte Video. Fünf hatte ich schon im Juli gedreht auf meiner Peloponnes-Reise und jetzt die drei auf den Kykladen. Als Anregung sind diese Videos zu verstehen für diejenigen, die neue Ziele suchen oder für diejenigen, die sich gerne an ihre vergangenen Ziele zurückerinnern. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich in die Winterpause. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr im nächsten Jahr rechtzeitig erinnert, wenn es weitergeht auf den Reisen durch Griechenland. Ich wünsche euch einen schönen Herbst, einen tollen Winter, einen wunderschönen Frühling. Bleibt gesund und munter
und bis nächstes Jahr. Ciao.